Das Öko-Institut wird 40 und wenn man 40 wird, dann darf man sich doch was wünschen. Wir als Vorstand wünschen uns von Politik und Wirtschaft, dass sie ernsthaft und mutig den deutschen Klimaschutzplan umsetzen und dass sie sich auch international für wirksame Klimaschutzmaßnahmen einsetzen. Wir wünschen uns, dass die Energiewende, die das Öko-Institut ja 1980 mit seiner Studie ins Leben gerufen hat, dass sie umgesetzt wird, weitergeführt wird, ganz energisch und der Kohleausstieg ziemlich bald betrieben wird und dass es für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien eine gesetzliche Verankerung gibt. Und in 2020 würde ich gern sehen, dass die Verkehrswende eingeleitet wurde, dass die Emissionen aus dem Verkehr sinken und dass die ökologischen und sozialen Schäden reduziert werden, deutlich reduziert werden, damit die Städte lebenswerter werden. Von der Umweltpolitik in Deutschland erwarten wir, dass sie weiterhin hart daran arbeitet, dass sie ihre Vorreiterrolle, die sie einnehmen möchte, tatsächlich auch realisiert. Dazu sind mutige, kluge Entscheidungen der Politikerinnen und Politiker erforderlich. Das betrifft auch und gerade die große Transformation, die uns bevorsteht, die Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, die auf uns zukommen. Hier wird es notwendig sein, alle Akteure, alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Einheiten damit zusammenzunehmen, damit es bestmögliche Ergebnisse bringt. Die industrielle Landwirtschaft soll zu einer nachhaltigen Landwirtschaft werden. Zum Wohl für alle, für Produzent und Konsument, für Tiere und Landwirtschaft. Ja, und die neuen Ergebnisse von unserer Studie und die Empfehlungen zur Rohstoffwende 2049, dass die aufgegriffen werden und umgesetzt werden und dass sich Deutschland auch stark macht, dass international fair und nachhaltig mit Rohstoffen umgegangen wird. Für die Forschungspolitik heißt das, dass wir uns wünschen, dass sie den Weg der Forschung in transdisziplinären und interdisziplinären Forschungsprojekten zu agieren weitergeht. Von den wissenschaftlichen Institutionen, von den Kooperationspartnern und Kuratoren wünschen wir uns, dass sie unsere Arbeit weiterhin konstruktiv und kritisch begleiten. Und von den anderen Partnern wünschen wir uns, dass sie mit uns gemeinsam sorgfältige Analysen machen und nach möglichst umsetzungsfähigen Ansätzen suchen. Das Öko-Institut kommt aus der Bürger- und Umweltbewegung. Unsere Mitglieder und die Bürgerinnen und Bürger und ihre Fragen und Anregungen sind uns deshalb besonders wichtig. Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie uns antreiben, dass wir die richtigen Fragen stellen und die richtigen Projekte auch für sie umsetzen. Für uns ist das wichtig für die Umwelt, für eine nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene, in den Kommunen und Gemeinden, in Deutschland, Europa und weltweit.